Hey Leute, willkommen im 12. Teil von Doom. Ich habe mich mal kundig gemacht und mein Kumpel Soffel gefragt, wie wir das Problem hier lösen. Und er meinte, dass wir von den Laser, der dann gleich hier hoch und runter fahren wird, wir die Halterung zuschießen müssen. Na gut, mal sehen. Biometrischer Fehler entdeckt. Scan. Ob das so ist? Nicht autorisiertes Personal bestätigt. Ausschluss erfolgt in 5, 4, 3... 2, 1. Ah, ich habe halt erst gedacht, wir müssen hier diese Halterung zu schießen. Aber Soffel meinte, wir müssen mal gucken, dass aktiviere Lasersicherheitssystem. Bei diesem Laser hier oben. Ah, bestimmt die hier. Ja. Okay. Dann machen wir das. Erstmal vielen Dank, Soffel, für deine Hilfe. Wir werden jetzt das hier weiter zerschießen. Ah, sehr gut. Ah. Nice, nice, nice. Hey. Geil. Die BFG 9000 ist eine Waffe von extremer Durchschlagskraft, die durch Drücken von T angewählt wird. Nutzen Sie, um die Gegner zu vernichten. E zum Schließen. T. Ah, okay. Sehr gut, da sind wir am Objekt der Begierde. Einwandfrei. Begeben Sie sich bitte zum Messungsaufzug. Dämonische Bedrohung auf Stufe 5. Hoi. Begeben Sie sich bitte zum Lazarus-Aufzug. Sehr nice. Dämonische Bedrohung auf Stufe 5. Okay, was haben wir hier? Oh, die haben noch versucht, die Leute zu retten. Schenkern ist noch voll. Ich weiß nicht, ob die BFG... Na, die Munition will ich nicht verschwenden für die. Ah! Okay, wo sind die anderen Viecher? Ist man doch. Fuck. Gefährlich hoch. Abgeschlossen. Jetzt verschwende ich hier die Munition. Aufzug gesperrt. Was ist das hier für ein Artefakt? Schade, dass man das... Ich glaube, das ist Quad Damage. Das hat zu stimmen, jetzt ist mir das Nest. Okay, ist klar. The Revenant. Stellt euch mal das Quad Damage mit der BFG vor, ey. Das wäre brutal.
So. Was kommt denn hier alles an? Shit. Scheiße. Können wir hier rein? Oh. Nein. Was ist das hier? Oh, sehr gut. Ich brauche das Leben. Ob wir jetzt mal die B3 auspacken? Was ist das hier? Sehr schön. Wir müssen halt sehen, dass wir die Viecher auf einer Höhe kriegen. Ja, genau. Was? Wieso hat's den nicht erwischt? Sehr, sehr gut. Eigentlich hätten wir auch ein paar Viecher noch zu sägen können. Aber naja. So, wo müssen wir lang jetzt? Ich frag mich echt. Ah! Okay. Können das doch aufsammeln. Lazarus-Wartungsaufzug trifft ein. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Oh, das gibt's nicht. Nein! Verdammt! Scheiße, ich hätte gedacht, wir hätten jetzt noch das Öl aufgesammelt. Ich wollte das zweite Vieh auch noch zersägen. Mist. Gibt's doch nicht, ey. Leertaste zum Fortfahren. Hier ist halt Chain Gun Munition. Überlegen, ob man hier erstmal alles niedernehmen oder die Munition einsammeln. Komm schon. Sehr gut, haben wir ja die Munition gut verwenden können. So, jetzt hat mir das Gauss-Gewehr. Ist der weggefahrt? Das ist lustig. Zack. Okay, sehr gut, jetzt haben wir das. Ja genau, packen wir es mal Raketenwerfer aus hier.
So. So, lass mal die Rüstung ein. Komisch, dass ich das nicht einsammeln kann hier. Oh, hier ist ja Glas dazwischen. Mist. Voll auf die Rakete gesprungen, ey. Scheiße. Ist ja das Problem, ich verletze mich nicht selbst mit den Raketen einfach. Shit, was mach ich? Oh shit, ich muss echt auf das Leben aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir das Vieh zu sägen wollen. Ja, klar. Ich weiß nicht, ob das zu viel... Ah, eingesammelt. Yes. Scheiße. Runtergefallen. So. Wo ist das Viehzeug? Shit, 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 shit. Jetzt ist irgendwas einfach, ey. Ah, okay, das ist das Problem. Wir kriegen bloß drei. Drei Öl. Ah, wir haben noch Schinken drin. Achso. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Okay, okay, okay. So, lasst uns noch ein bisschen Munition einsammeln. Voll, okay. Ja, Plasma dann auch. So. Bevor ich hier drauf drücke, will ich nochmal nach Leben gucken, irgendwo hier. Ah, sehr gut. Nice, die Kettensäge ist auch wieder voll. Das heißt, wir könnten so ein großes Vieh wieder. Der Lazarus-Wartungsaufzug trifft ein. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen.
ist das? Ach, shit. Komm hier weg hier. Schön das Horn rausgerissen, ey. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Nice, wir haben wieder einen schönen Waffenpunkt erhalten. Ah, natürlich wieder die Hälfte verpasst, ey. Ah, ärgerlich. Ich sollte mal lieber mehr nachschauen. Du bist bis ins Herz des UEC Kults vorgedrungen. Die Lazarus-Labore. Hier hat Olivia die Dämonen freigelassen und die Lazarus-Welle aktiviert, die das UEC-Personal in willenlose Besessenen verwandelt hat. Du bist auf der Suche nach ihren Privatbüros, in denen sich der Helix-Stein befinden soll. Entschlüssele die Geheimnisse dieses heiligen Artefakts, um herauszufinden, wie du den Brunnen ausschalten kannst. Die Energiequelle des Argentaurs in die Hölle. Sehr gut. Lazarus. So, mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Der Helixstein befindet sich in Olivias Privatlabor. Nur wenige haben ihn je gesehen. Aber wenn du nicht grundlos zu uns gekommen bist, kannst du vielleicht etwas erkennen, was wir übersehen haben. Okay. Ist auch ganz schön das Viehzeug unterwegs. Guckt euch das an, ey. Shit. Gott. Was haben die hier angerichtet, ey? Es ist kein Zufall, dass wir ihn gefunden haben. Die Dämonen haben seine Rückkehr vorhergesehen. Wenn er aufwacht, könnte er die ganze Mission gefährden. Er ist der Einzige, der es mit ihnen aufnehmen kann. Damit sind wir gemeint. So, mal sehen. Bereich Labore. Einen ersten Eintrag haben wir noch nicht, schade. So, wie gesagt, ihr könnt Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Oh, und ich sehe, wir haben 8 Waffenpunkte. Das heißt, wir müssten mal wieder nachschauen hier. Ja. Drei, 4 verschiedene Dämonen innerhalb von 5 Sekunden. Ah, hier. Schüsse durchdringen Ziele, Uranbeschichtung, das könnte man auch aufwerten. Oder was haben wir hier noch? Erhöht die Feuerrate der Salven. Ja, nehmen wir hier die Uranbeschichtung. So, sehr gut. Ich wollte bloß nochmal lesen hier. Töte 30 mal mehrere Dämonen mit einem Schuss der Superschrotflinte. Ah. Machen wir. Zombies lassen sich damit immer sehr, sehr gut holen. An Lazarus-Mitarbeiter. Es wird eine offene Diskussion geben, um Fragen und Bedenken wegen der Verwendung von Dämonen als Waffe auszuräumen. Melden Sie sich um 1400 Uhr in der Kapelle. Bitte speichern Sie zuvor Ihren Arbeitsfortschritt. Krass, krass, die haben das alles schon geplant hier, ey. So, haben wir jetzt den Fortschritt erhalten zum Teil. Müssen wir nachschauen. Ja. Haha.
Schwein mit der Schrotflinte halb erlegt. Shit, ey. Übel. Hier hinten gibt's nochmal Haste. Mal sehen, ob wir da ankommen. Oh. Müssen auch noch den Aufzug hier nehmen. Sehr gut, Munition wieder. Das hier den Aufzug blockiert. Gott. Alles voll mit Blut, ey. Ist das schon der Stein hier? Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Es scheint nicht der Stein zu sein, der irgendwie hoch steht, aber das ist halt schon ein spezieller Stein aus der Hölle, wie es scheint. Was ist das hier? Ah, Munition. Wollte das Vieh wegrennen, haben wir es noch erwischt. Okay. Naja. Shit, wir haben nicht mehr gelegen, ich steck. Ich will vorher nochmal gucken sollen. Schön, ey, wir haben gerade das Vieh der Granate erlebt. Shit. Die Lebensanzeige sinkt. Scheiße. Shit, ich musste das machen. Ich glaube, hier gibt's noch, Haste könnten wir oben uns noch abholen. Ja. Das ist Verschwendung. Diese scheiß Imps. Woher kommt das Vieh? Das Vieh, wo? Oh, ist klar. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Wow, 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 wieder Glück gehabt, ey. Ich dachte, die Mondpräsenz ist eliminiert.
Es werden derzeit Freiwillige für das aufregende Revenant-Forschungsprogramm gesucht. Schöpfen Sie Ihr Potenzial aus. Erleben Sie Neues. Und lassen Sie menschliche Einschränkungen hinter sich. Jessica aus der Personalabteilung kann Ihnen sagen, ob Sie in Frage kommen. Krass, ey. Eiskalt geplant alles. Olivia hat die Höllenwelle irgendwo in der Anlage aktiviert. Ich hatte gehofft, sie könnte sich von ihrem Einfluss befreien. Aber ich habe mich getäuscht. Sie war schwächer, als ich dachte. Das scheint das irgendwo zu sein, hä? Kampfunterstützungsdrohne. Explosionsschuss. Ich glaube ja, auf alle Fälle. Quatsch, Explosivschuss. Was kann man hier noch machen? Zielerfassung für den Raketenwerfer. Mobile Lafette, halte die Waffenmod-Taste gedrückt, um die Waffe in einer mobilen Lafette umzuwandeln. Blockiert dabei Überhitzung. Blockiert bei Überhitzung. Maschinengewehr anlaufen lassen. Was nehmen wir jetzt, ey? Zielerfassung, halte die Waffe gedrückt, um ein Ziel zu erfassen. Drei Raketen. Kann die Läufe der Chain Gun anlaufen lassen, ohne zu feuern. Ach stimmt, das fängt ja langsam an. Ja, ich glaube, wir nehmen das mal. Dann feuert die gleich. Sehr gut. Wir haben viel zu wenig von den Viehzeug hier gefunden. Scheiße, ey. Okay, wir müssen eh hier lang. Für die Schrotflinte. So, Cyberdämonenmonster. Oh fuck, was ist das für ein Vieh? Das sieht echt mega stark aus. Ah, okay, krass. Oh, hier ist eine Runenaufgabe. Aber wie kommen wir da ran? Das ist scheiß wie, ey. Okay. So, Speicherpunkt erreicht. Okay, leider ist die Zeit auch schon wieder um, würde ich denken. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder. Mal schauen, was uns danach erwartet. Also, bis dahin, macht's gut.